Ja, Freunde, bei all den Mafia-Dokus, die wir uns in letzter Zeit reingezogen haben, hat immer irgendetwas gefehlt. Egal, wohin man blickt, man assoziiert Asiaten niemals mit Kriminalität. Dabei sind einige der stärksten, auf krimineller Basis agierenden Organisationen asiatische. Ich sag nur Yakuza. Und in Deutschland sollen die wohl auch ihre Finger mit im Spiel haben. Zumindest was illegale Geschäfte betrifft. Dazu wurde mir ein Video zugeschickt mit dem Titel Das blutige Geschäft der asiatischen Mafia in Deutschland. Ich würde mal sagen, ich bin mega, mega gespannt darauf. Wir lehnen uns zurück. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken am Start. Und let's go! Ein unsichtbares Netz der asiatischen Mafia überzieht nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden Deutschland. Die Syndikate haben sich mit Milliardengewinnen aus dem Rauschgift und Menschenhandel in eine moderne, einflussreiche Verbrecherorganisation gewandelt, die wie ein internationaler Großkonzern strukturiert ist und Menschen auf eine noch nie dagewesenen brutalen Art und Weise ausbeutet. Weiterhin ist die asiatische Mafia äußerst mobil und verfügt über ein nahezu perfektes Beziehungsnetz. Sie sind in ganz Europa aktiv, auch in deutschen Großstädten wie Hamburg, München oder Frankfurt. Yakuza, Triaden. Die asiatische Kriminalität ist in Deutschland zwar präsent, aber schwer zu ermitteln und kaum zu verhindern. Gründe hierfür sind der geschlossene Charakter der Menschen, die spezifische Kultur, die geringe Anzeigebereitschaft und generell die Angst davor, in einem Rachefeldzug ermordet zu werden, wie es in Holland oder in Deutschland zahlreich vorgekommen ist. Dabei sind Mafia-Organisationen aus genau zwei asiatischen Ländern die größten, die in Deutschland agieren. Die chinesischen Triaden und vietnamesische Gangs. Koreanische Banden oder die japanische Yakuza sind nach Ermittlungsbehörden in Deutschland nicht präsent. Zumindest liegen den Behörden keine Informationen diesbezüglich vor. Okay, also Triaden habe ich schon mitgerechnet, Yakuza hätte ich auch mitgerechnet, dazu hat man ja sehr, sehr viele Filme gesehen. Dass auf einmal Gangs eine Rolle hier spielen, damit hätte ich jetzt absolut nicht gerechnet, aber es ist immer dasselbe, ne? Missstände werden ausgenutzt, Skrupellosigkeit der Menschen treten hervor und aufgrund fehlender Empathie oder besser gesagt Menschlichkeit passieren genau solche Dinge, wie sie dort passieren. Das heißt, man handelt mit Menschen, es werden irgendwelche jungen perspektivlose Asiatinnen oder Asiaten hier hingebracht, die dann irgendwelche Dienste erfüllen müssen für westliche reiche Männer. Vielleicht sogar nicht mal reiche. Einfach nur, Hauptsache man verdient damit Geld, egal wer der Kunde jetzt ist. Daran verdienen sich die Bosse, also die, die sich oben befinden, dumm und dämlich. Und darunter leiden halt diese Leute, die verschleppt wurden und gegen ihren Willen höchstwahrscheinlich für einen geringsten Lohn schuften müssen. Sachen machen müssen, auf die eigentlich gar keinen Bock haben. Also eigentlich genau das Leben von uns allen hier in Deutschland, die morgens aufstehen und abends nach Hause kommen von der Arbeit. Also ich rede jetzt nicht von mir, sondern von dir. Okay, du nicht, Hartz-IV-Empfänger, aber du und du. Ihr wisst, was ich meine. Nur, euch steht es frei zu entscheiden, gehe ich am nächsten Tag zur Arbeit oder nicht. Weil in Deutschland wirst du ja irgendwo aufgefangen, aber wir schweifen viel zu sehr ab. Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal weiter. Nichtsdestotrotz gehen die Behörden von einem sehr hohen Dunkelfeld der asiatischen Mafia in Deutschland aus. Schauen wir uns aber mal die zwei mächtigsten Gruppierungen genauer an. Die chinesischen Triaden. Weltweit wächst die Sorge über chinesische Banden, die allgemein als Triaden bezeichnet werden. Die Triaden waren ursprünglich Geheimbünde, die sich als Widerstandsgruppen gegen die damals herrschenden chinesischen Dynastien gründeten. Ihr Ursprung lässt sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen, womit sie als eine der ältesten Mafia-Organisationen der Welt gilt. Die Triaden sind nicht stark hierarchisch organisiert. Der Boss einer Gruppe muss beispielsweise nicht über alles informiert werden, sodass die Mitglieder frei agieren können. Zu den Geschäftszweigen der Triaden zählen neben Menschenhandel, Menschenschmuggel, Prostitution, Schutzgelderpressung, Krediteigeschäfte, Glücksspiele, eine Menge weitere dunkler Geschäfte, die ich hier mal aufgelistet habe. Er benutzt einfach den Song Once Upon a Time. Das ist der Song, der damals viral ging, wegen dem Film, sie nannten ihn den Knochenbrecher mit Jackie Chan. Diesen Film, wenn ich den geguckt habe, bin ich nachher rausgegangen, habe auch versucht, Holzblöcke und so kaputt zu schlagen mit meinen Händen und habe mir dann schwere Verletzungen zugefügt. War ein geiler Film, muss man schon sagen. Aber lesen wir uns mal durch, was die alles machen. Menschen, Kinder- und Frauenhandel, Menschenschmuggel, Glücksspiele aller Art, Kontrolle über alle Spielzentren, Casinos und Spielhallen, Prostitution und Pornografie, Schutzgelderpressung, Kreditteilgeschäfte, Fälschungen von Währungen, Fälschungen von Reisechecks, Ausweispapieren, Produktpiraterie, gewerbsmäßiger Betrug mit Kreditkarten, Geldwäsche, politische
und zivile Korruption, Auftragsmorde, Drogenherstellung, Waffenhandel und Schmuggel, Piraterie, Computerkriminalität, illegaler Handel von menschlichen Organen, Waffen, Kampfmanipulation, Immobilienspekulationen, Kidnapping, Carjacking, Schwarzarbeiterorganisation, Steuerhinterziehung, Brandstiftungen, Nötigungen, Straßenverkauf von Drogen. In Europa sollen die Triaden rund 250.000 Mitglieder aufweisen. Die Zahl der aktiven Mitglieder in Deutschland lässt sich jedoch schwer feststellen. Laut Polizeibehörden sollen nur 1% der Straftaten ans Licht kommen. Bei 70.000 chinesischen Staatsbürgern in Deutschland soll es selten zu Polizeieinsätzen kommen. Straftaten der chinesischen Mafia waren jedoch in den 90er Jahren in Hamburg publik. Er hat eben was Schönes gesagt. Es gibt 70.000 Chinesen hier in Deutschland, die gemeldet sind. Von diesen Chinesen hörst du gar nichts. Gar nichts. Und ich habe damals an der TH auch mit Chinesen gemeinsam studiert. Technische Informatik, wie ihr wisst. Aber die Chinesen waren immer für sich. Die waren immer untereinander und du sahst die so gut wie nie gemischt mit anderen Ethnien oder anderen Gruppierungen. Was man zu denen sagen muss, ist, du konntest sie zur Weißglut bringen. Die sind immer höflich und korrekt geblieben. Ich glaube, diese Erfahrung hat jeder von uns da draußen gemacht. Wenn es da, sage ich mal, eine Handvoll kriminelle Asiaten, / Chinesen und woher auch immer die kommen, gibt, dann sind die mit Sicherheit nicht repräsentativ für alle hier Lebenden. Mehr als 100 Fälle von Schutzgelderpressung und damit verbundene Morde wurden aufgedeckt. Es wurde eine noch nie dagewesene Brutalität bemerkbar, die man so von anderen Mafia-Organisationen, wie beispielsweise von der italienischen Mafia, eher weniger kannte. Leute, die kein Schutzgeld zahlten, wurden eiskalt erschossen. Ein spektakulärer Fall war der Mord um Eduard Ulbrich. Der Betreiber eines chinesischen Restaurants wurde dreimal mit dem Auto überrollt und wies Schusswunden im Rücken und in der Höhe der Schläfen auf. Er wurde regelrecht hingerichtet. Vorbeifahrende Passanten, die zur Hilfe eilen wollten, wurden ebenfalls angeschossen. Ermittler gehen davon aus, dass rund 95% aller chinesischen Restaurants Schutzgelder an die Mafia abdrücken. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte, als ich auf so eine ähnliche Doku reagiert habe? Da habe ich euch auch eine Geschichte erzählt, dass ich mal im Basweiler in einem Restaurant gearbeitet habe, mit einem chinesischen. Und dass mir da alles sehr kurios vorkam, dass da irgendetwas faul sein musste. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Hier bestätigt sich das in diesem Video nochmal. Falls nicht, drum brutal. Gar unmenschliche Konsequenzen. Kristallisationspunkte chinesischer Triaden sollen chinesische Restaurants sein, bei denen in Hinterräumen illegales Glücksspiel betrieben wird oder sich auch Drogenumschlagsplätze befinden. Neben den Schutzgelderpressungen ist die chinesische Mafia in Schleusungen aktiv, bei denen Menschen aus China über Russland nach Europa illegal transportiert werden, um hier als billige Arbeitskraft, beispielsweise als Taxifahrer, zu arbeiten. Ihre Schuld müssen diese dann lange Jahre abbezahlen. Auch sind Fälle von Zwangsprostitution bekannt. Insgesamt sollen chinesische Triaden allein in Europa einen Umsatz von 16 Milliarden Euro erwirtschaften. Vietnamesische Gangs. Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 kamen viele Vietnamesen, die als Gastarbeiter in den Ländern der Sowjetunion gelebt hatten, nach Deutschland. In der DDR entdeckten vietnamesische Gruppierungen den lukrativen Markt des Zigarettenschmuggels, welches sie bis heute sehr erfolgreich etabliert haben. Zwar wurden in den 90ern die Bosse der Schmuggler verurteilt, ihre Position wurde jedoch von der nächsten Generation schnell eingenommen. Schlagzeilen machte damals die brutale Vorgehensweise, bei denen 40 Vietnamesen binnen kürzester Zeit in Deutschland ermordet wurden. Weitere Geschäftsfelder der vietnamesischen Gangs sind Drogenschmuggel, Menschenhandel, Schutzgelderpressung und Auftragsmorde. Hinsichtlich ihrer Strukturierung und Organisation ist zu sagen, dass sich vietnamesische Gangs zunächst aus Straßenbanden zu Unterabteilungen der chinesischen Mafia und später zu unabhängig agierenden Organisationen entwickelten. Wie brutal diese Banden immer noch agieren, wurde 2007 in einem chinesischen Restaurant in Sittensen deutlich, als 7 Menschen, der Inhaber des Restaurants samt Crew, erschossen wurden. Die Opfer wurden gefesselt und geknebelt, bevor sie hingerichtet wurden. Eigentlich ein Merkmal, das den chinesischen Triaden zugesprochen wird. Aber auch im Menschenschmuggel sind vietnamesische Banden ganz klar aktiv. Der Dreh- und Angelpunkt der Menschenhändler soll im Dong Huang Center in Berlin sein, bei dem regelmäßig das SEK zu Besuch ist. Die asiatische Mafia geht oft leise Wege. Das kriminell erwirtschaftete Geld wird meistens in Restaurants gewaschen. Anzeichen hierfür sind nobel dekorierte Immobilien, die seit Jahren präsent sind, aber wenig Kundschaft aufweisen.
Ich küsse doch euer Herz. Guckt euch meine Reaktion an. Ist das nicht alles genau das, was ich euch erzählt habe? Ich meine, wir haben in vielen Restaurants und so gearbeitet. Macht dies, macht das, macht tralala. Ich sah nie Leute da reingehen. Nie. Das sah so schick aus. Und ich habe mich immer und immer wieder gefragt, wie halten die sich über Wasser? Wie bezahlen die uns? Das sind ja keine geringen Summen gewesen, für die wir da gearbeitet haben. Es sah tipptopp aus alles. Tipptopp. Da haben Leute gearbeitet, die nicht mal Deutsch reden konnten. Ja, aber alle so nett, alle so korrekt und nein, bauen sie nur das Beste ein und machen sie dies und machen sie das und ja, wie bezahlen die das? Wir haben da wirklich Wochen am Stück alles gemacht, komplett, volle Programm und währenddessen lief der Betrieb dort weiter. Ich habe da nie Kunden rein und rausgehen sehen. Ich bin öfter da rein und rausgegangen, um Material und Sachen zu holen, wie über den ganzen Tag verteilt Kunden da rein und rausgegangen sind. Ja, also ganz, ganz kurios. Man fragt sich bei so etwas, warum schließen diese nicht? Auch bedienen sich an korrupten Beamten. Es sind Fälle bekannt, bei denen die Versuche, Kontakte zu Entscheidungsträgern und wichtigen Persönlichkeiten der Öffentlichkeit zu knüpfen, dokumentiert sind. Auch sind durch Übernahme von Ehrenämtern und großzügigen Spenden langjährige Freundschaften aufgebaut worden. Beispielsweise wurden im Ausland gestohlene Kunstgegenstände mit gefälschten Ausfuhrgenehmigungen an öffentliche Einrichtungen verkauft oder auch, dass illegal eingewanderte Asiaten ohne Berechtigung Aufenthaltsgenehmigungen bekamen. Ermittlungen gegen die asiatische Mafia gestaltet sich als äußerst schwierig. V-Männer gibt es keine. Sie sollen alle tot sein. Auch ist die Sprachbarriere ein Problem für die Ermittler, die wohl mehrere Dolmetscher benötigen, um überhaupt einen Satz korrekt zu übersetzen. Falls der asiatische Dolmetscher dies auch wirklich tut. Da sie, wie die Restaurantbesitzer ansonsten, ebenfalls mit Konsequenzen rechnen müssen, falls sie was Falsches ausplaudern. Sleeping Brain, gerade erst entdeckt, ne, wurde mir zugeschickt, scheint ein cooler Kanal zu sein, der sich mit Themen befasst, für die ich mich auch interessiere und ich denke mal die meisten von euch ebenfalls. Kann man auf jeden Fall mal abchecken, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sehr, sehr interessant, was es da alles zu sehen und hören gibt. Ich glaube, ich werde da öfters mir mal die ein oder andere Doku reinziehen. Die sind nicht zu lang gehalten. Sehr human. Aber das alles war nur meine Meinung. Ihr habt mit Sicherheit eure eigene Meinung zu der ganzen Thematik. Schreibt sie mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Monster.